In der Erde, unter den Bäumen, sucht überall, seht unter jeden Baum. Aber Ma, hier stehen Tausende von Bäumen. Wir können doch nicht den ganzen Tag rumlaufen und unter jeden Baum sehen. Ist mir egal, wie ihr sie findet, aber findet sie! Ja, ja, fangen wir sie endlich. Packen wir sie. Bringen wir die Zwerge sie finden, koste es, was es wolle. Es sind nicht nur die Waldzwerge, die unter dem Zorn der bösen Kobolde leiden müssen. Auch andere Arten von Zwergen, die in verschiedenen Gegenden leben, bekommen den Zorn der Kobolde zu spüren. Die größte Gruppe bilden allerdings die Waldzwerge. Aber es gibt Dünenzwerge, salzige Kerlchen, die am Meer leben und die rauen Streitigkeiten der Seemöwen schlichten oder still Riedgras anpflanzen, um die Küsten zu erhalten. Gartenzwerge, manchmal sogar von den Menschen aus Dankbarkeit in Stein verewigt, die für Ordnung und Sauberkeit in den Gärten sorgen. Dann ist da noch der Hauszwerg. Weise, wenn man es im menschlichen Sinne sieht, bewohnt er unsere alten historischen Häuser. Sorgt dafür, dass der Putz nicht von den Wänden fällt. Und wenn die Arbeit getan ist, genießt er den großen, warmen Kamin. Das sind nun die Zwergenfamilien. Immer bereit zu einem Jux oder einem Scherz. Und vor allem gutmütig. Was ist denn das? Ach ja, da gibt es ja noch eine Zwergenart, die wir vergessen haben zu erwähnen. Der sibirische Zwerg. Je weniger über ihn gesagt wird, desto besser. Wirklich. Halt, Lobum! Wir müssen erstmal unseren Gefrierschutz kontrollieren. Wollen doch mal sehen, wo wir sind. Also 20. Breitengrad, 35. Längengrad, 14 Schritte nach links, 18 nach rechts. Aha, da geht's lang weiter, Lobo. Vielleicht nur eins, dass er nicht widerstehen kann, sich selbst zu Zwergenhochzeiten einzuladen, ungeachtet der Entfernung. Kobolde, nichts nutze. Hier sind die hässlich. Weiter, Lobo, sonst wird mir noch übel. Meine Güte, wer kommt denn da angeritten? Ich glaube, ich weiß es. Was sagt ihr nun? Hier bin ich. Jetzt seid ihr sprachlos, was? Wer sind Sie? Kennen wir uns? Was? Und ob? Willst du deinen alten Onkel Kostja nicht begrüßen? Ach, du bist es, Onkel Kostja. Freut mich, dass du zu meiner Hochzeit kommen konntest. Da konnte mich nichts von abhalten. Ich hab dich das letzte Mal gesehen. Da reichtest du eine Heuschrecke gerade bis ans Knie, wie wir in Sibirien zu sagen pflegen. Wir sind sehr stolz auf Thor. Er ist einer der stärksten Zwerge hier in der Gegend. Alle Bursche! Na, Kostja, wie sieht es aus in Sibirien? Ach, weißt du, 60 Grad minus Schnee und Eis macht mich erst richtig heiß. Wer ist das? Ist das deine Braut? Ach, Kostja. Hab dich seit 150 Jahren nicht gesehen, aber du wirst immer hübscher. Etwas rundlicher bist du schon geworden. Hast du ihn eingeladen? Psst, nicht so laut. Kann mich nicht erinnern. Mama, können Imp und ich zur Farm gehen? Wir wollen beim Melken helfen. Bitte, Mama. Ja, Schatz. Aber nehmt Großhaken mit. Bei der Gelegenheit könnt ihr Milch mitbringen für die Eiscreme. Was ist denn das? Ist fast so hübsch wie die Stadthalle in Minsk. Oder war es die Stadthalle in Pinsk? Oder war es in Tomsk? Nein, es war doch in Minsk. Vielleicht war es aber doch in Pinsk. Ich bin nicht ganz sicher. Ist ja auch egal. Ich höre Stimmen. Ja. Was sind das für Geräusche? Vielleicht sind das die Kobolde, die mir begegnet sind. Was? Warum hast du uns denn nicht gewarnt? Die sind gefährlich. Wir müssen verschwinden. Versteckt euch! Beeilt euch! Find ich lustig. Das macht Spaß. Meine Lieblingsbeschäftigung. Hör auf! Ich suche Zwerge zum Vernaschen. Du hast sie verjagt. Hast du nicht gesehen, dass sie eine Party vorbereitet haben? Wir hätten sie alle fangen und fertig machen können. Einfach so. Sie müssen hier irgendwo sein. Du hast einen grundlegenden Fehler. Dir fehlt's hier oben. Du musst mal dein Hirn benutzen. Denk nach. Ja, ich versuch's mal. Ich hab's. Vielleicht sind sie hier drin. Ja. Das nennst du dein Hirn anstrengen? Wo ist Rudi? Hier, Ma.
Jetzt werden wir sie nicht mehr erwischen. Aber wir sind einen Schritt weiter. Wir wissen jetzt, wo sie wohnen. Und wir kommen wieder. Die Kobolde haben alles zertrümmert. Die werden sich nicht ändern. Das Einzige, was sie können, ist zerstören. Seht, die Truhe ist heil geblieben, aber das ist noch alles. Wir werden die Hochzeit verschieben müssen. Mama, das geht nicht. Nichts kann mich von meiner Hochzeit abhalten. Bravo, der Jung hat völlig recht. Außerdem bin ich nicht 1000 Meilen umsonst gekommen. Ich bin wegen eurer Hochzeit gekommen und ich will jetzt meine Hochzeit. Kobolde sind bösartig, Kostja. Vielleicht nicht in Sibirien, aber hier sind sie schrecklich. Ich erinnere mich noch sehr gut. Erst vor 200 Jahren hatten wir die Kobolde hier. Es war entsetzlich. Sie haben uns ruiniert. Sie haben die Tiere umgebracht, Farmen zerstört. Was wollen wir jetzt tun? Ich weiß. Die Hochzeit wird planmäßig stattfinden. Aber wir werden sie drinnen feiern. Da sind wir sicher. Sind wir alle hier? Oh. Was ist los, Mutter? Was ist mit Großvater und den Zwillingen? Sie sind auf der Farm, wenn die Kobolde sie finden. Mach dir keine Sorgen, Mutter. Ich hole sie. Ich bringe sie zurück. So, und jetzt du. Los geht's, fang an! Stripp, strapp, strill! Ich bin gleich zurück. Ich habe hier eine kleine Aufmerksamkeit für die Frau des Farmers. Ich glaube, sie ist ein bisschen verliebt in mich. La, 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 la! Was ist das? Da wird sich Baba freuen. Ja, vielleicht dürfen wir ihn zur Belohnung an die Fledermäuse verfüttern. Oh, ich muss sofort Großvater suchen. Aber erst wollen wir unseren Spaß mit ihm haben. Wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Ja. Pass auf, er kommt! Ich hab ihn. Fang ihn. Großvater, Großvater! Auf ein neues! Sieh mal, was die mit Impen machen. Um Gottes Willen, die denken wohl, er ist ein Baseball. Warte, ich habe eine bessere Idee. Rüber damit und nicht so sanft. Ich muss dazwischen, die bringen ihn ja um. Warte, Großvater, ich weiß was Besseres. Wo ist er? Davon darf Ma nie was erfahren, ist das klar? Ich bin froh, dass ihr den Kobolden nicht in die Hände gefallen seid. Meine Güte, wenn die euch erwischt hätten. Wo ist Großvater? Er und Onkel Kostja machen Limonade. Limonade? Na wunderbar. Habt ihr den Tisch schon gedeckt, Kinder? Ja, Mama. Zwerge sind hervorragende Handwerker. Sie können töpfern, weben, Glasblasen und Körbe flechten. Ihre geschickten Hände können aus grobem Ton kostbare Tassen, Teller und Töpfe zaubern. Körbe mit komplizierten und ausgefallenen Mustern entstehen wie durch Zauberhand unter ihren flinken Fingern. Aus gröbsten Tierhaaren weben sie die feinsten Stoffe. In der Hitze des Schmelzofens bläst ihr Atem Leben in ein herrliches Kristallglas. Du weißt hoffentlich, dass dieses Rezept für den Zwergenpunsch weit über 1000 Jahre alt ist. Ich allein mache ihn schon so seit über 350 Jahren. Natürlich bringe ich meine eigenen kreativen Ideen mit ein. Ich persönlich zerstampfe die Birkenblätter. Wenn ja, es nicht richtig wann, zerstampft ist, bringt es nichts. Ist völlig sinnlos. Ja, aber dann brauchen wann? Wir noch Löwenzahn. Löwenzahn etwas auch? Fenchel und eine Prise Kamille. Gute Holunderbeeren, sage ich dir. Gute Holunderbeeren sind heutzutage schwer zu finden. Ich bin sehr lange danach rumgelaufen. So, was kommt jetzt? Ach ja, die Hauptsache, die geheime Essenz. Ich glaube, es ist an der Zeit, unser Getränk zu kosten. Was, Kostja? Warte, warte, warte. Der Chef probiert natürlich zuerst. Ist das gut? Erstaunlich.
Wie habe ich das nur gemacht? Schnell, Kostja, gib mir dein fachmännisches Urteil. Von Na? Der Steppe der Ukraine ja? bis zur nördlichen Einöde von Sibirien habe ich nichts Besseres getrunken. Fehlt noch irgendwas? Na ja, vielleicht noch ein paar Tropfen. Du weißt schon wovon. Lisa setzt zur Landung an. Juhu! Hey! Kommt alle her! Hierher! Meine Braut ist eingetroffen! Juhu! Lisa! 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 Thor! Ach ja, sind die beiden nicht ein schönes Paar? Mithrandkuss, das müssen Hauszwerge sein. Was sind Hauszwerge? Zwerge, die mit Menschen in die große Städte leben. Sie sind großkotzig und eingebildet. Damit sind sie bei mir an der falschen Adresse. Ich halt's nicht mehr aus. Ich schnapp mir so'n Zwerg. Sie sind weg. Die Zwerge sind alle weg. Wir haben was Besonderes vor. Wir müssen rauskriegen, was? Wir wissen, dass sie hier irgendwo wohnen. Moloch und Mordos bleiben hier und halten ihre Augen offen. Ich möchte wissen, wo sie reingehen und wo sie rauskommen. Verstanden? Wo ist Rudi? Ich bin hier, Mann! Thor! Lisa! Put your hand in mine. We're gonna share forever. Walking side by side, we'll face the years. Knowing all the time, we'll always be together. Laughing through the joy, and loving through the tears. There may be times, but don't you worry, when things don't seem to be so bright. We've got forever, no need to hurry. Our love will get us through the darkest night. With you by my side, I'll never fear tomorrow, knowing you'll be here with your hand in mine. Komm, setzen wir uns. Na, was sagst du dazu? Oh, Lisa, ich wünschte, die Hochzeit wäre schon vorüber. Oh, Thor, kannst du es nicht erwarten? Hab Geduld, bald bin ich dein auf ewig. Heute Abend ist die Hochzeit. Heute Abend findet deine Hochzeit statt. Was ist das für ein hässlicher Kerl? Keine Angst, Lisa. Er ist mein Freund. Er braucht Hilfe. So, mach deinen Mund auf. Thor, nein! Aha, ich sehe schon, was dir fehlt. Zwerge sind freundlich zu allen Kreaturen des Waldes. Oft ersetzen sie den Arzt oder die Krankenschwester und behandeln die Tiere, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Sie entfernen Zecken, die Schmerzen und Reizungen verursachen. In der Jahreszeit, in der die Hirsche sich gegenseitig bekämpfen, klettert der Zwerg tapfer in die sich verhakenden Geweihe und sägt sie auseinander, um die armen Tiere so vor dem möglichen Verhungern zu retten. Akupunktur ist nichts Neues für den Zwerg. Seit Tausenden von Jahren behandelt er schon seine Freunde im Wald, indem er goldene Nadeln benutzt, um so Dornen zu entfernen oder Augenentzündungen zu heilen. Ständig ist er bemüht, Tieren, die in Not geraten sind, zu helfen. Er besorgt Essen für die, die Hunger haben, bringt Junge, die sich verlaufen haben, zu ihren Eltern zurück und befreit Kaninchen, die in eine Falle geraten sind. Er ist Richter für die streitenden Hähne bei ihren ständigen Kämpfen, ohne dabei seine Mütze zu verlieren. So, in Ordnung, mein Freund. Aber in Zukunft bist du etwas vorsichtiger, bevor du was schluckst. Oh, Thor,
Hier ist alles so anders auf dem Lande. In der Stadt helfen wir den Menschen bei der Hausarbeit. Wir haben nie etwas mit wilden Tieren zu tun. Hoffentlich lerne ich das. Ach, das ist ganz einfach. Also, wo waren wir stehen geblieben? Küsst du immer noch nach der alten Zwergenmethode? Ich zeig dir mal, wie in der Stadt geküsst wird. Sind sie nicht niedlich? Ja, kille, kille, kille. Ja, ja, gut. Das ist die Gelegenheit. Schnappen wir sie uns. Hey, kannst du das noch mal machen? Na, Thor, ist das schon wieder einer von deinen Patienten? Das sind Kobolde. Lisa, schnell weg. Komm, fass mich an. Wo sind sie hin? Na, da drinnen sind sie verschwunden. Da stecken sie in der Falle. Ja, sie entkommen uns nicht. Hm. Ja, lebend kommen sie jedenfalls nicht mehr raus. Wir zerschlagen alles, was uns in die Quere kommt. Das tut gut. Ich habe eine Idee. Hey, wo willst du hin? Wart auf mich, Moloch. Oh, Thor, das war wunderbar. Wie klug du bist. Na, was ist jetzt wieder passiert? Du wirst es nicht glauben, Ma. Wir haben was ganz Wichtiges entdeckt. Die Zwerge feiern Hochzeit. Was? Heute Abend. Ah, interessant. Also eine Hochzeit. Hochzeit bedeutet Gäste. Und Gäste bedeuten mehr Zwerge. Und mehr Zwerge bedeuten hinterher weniger Zwerge. Aber heute Abend werden sie einige Gäste haben, die sie nicht erwarten. Vielleicht könnte die Mutter der Braut uns ein Liedchen zum Besten geben. Oh ja, bitte! Ja, ja. Ja. Na gut, also wenn ihr drauf besteht. Wie sagt ihr noch bei euch zu Hause? Nastrovje! Na, da! Ja. Genau, Nastrovje! Ich sehe nichts. Ich höre was. Hört sich an, als ob jemand unheimliche Schmerzen hat. Nicht übel. Denn jetzt? Wo ist Rudi? Ich bin hier, Ma. Kannst du was hören? Ja, ich höre Musik und Gelächter. Na, das Lachen wird in den Wald vergehen. Hört auf zu tanzen, ihr seid nicht zum Vergnügen hier. Kleid und der Schleier, den ich getragen habe, als ich deinen Vater vor 200 Jahren geheiratet habe. Oh, Mutter, es ist wunderschön. Was ist denn los? Das ist wirklich sehr süß. Ich freue mich, dass du es für mich aufgehoben hast. Wie kann ich dir jemals dafür danken? Zieh dich jetzt um. Vater holt dich dann ab.
Na, jetzt bin ich gespannt, wie die Hochzeit ohne die Braut stattfinden wird. Wo ist Rudi? Hier bin ich, Ma. Ich habe eine glänzende Idee. So? Herein. Lisa, du siehst einmalig aus. Darf ich deinen Schleier lüften? Du hast recht. Das bleibt dem Bräutigam vorbehalten. Und jetzt beginnen wir die Zeremonie mit dem traditionellen Heben des Schleiers. Das sind die Kobolde. Sie haben Lisa entführt. Ich muss ihnen nach. Jetzt nur Ruhe bewahren. Du brauchst Unterstützung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Donnerwetter, der Junge gerät noch mehr. Der Trick hat funktioniert. Zwei von ihnen haben wir. Und das ist erst der Anfang. Jetzt geht's jetzt richtig los. Nein, doch nicht, mein kleiner Schatz. Lass mich raus. Lasst uns hier endlich raus! Sofort! Meine Güte, was bist du für ein wilder Heilsporn! Nun, bald bekommt ihr Gesellschaft, wenn wir den Rest von euch Typen gefangen haben. Ich habe Angst! Beruhige dich, Lisa! Ich hole uns hier raus! Wie konnte das nur passieren? Mein Mädchen! Mein Tor! Vater, wir müssen was unternehmen. Wir müssen sie suchen. Ja, und ganz schnell. Ich erinnere mich noch ganz genau an das letzte Mal, als die Kobolde einen Zwerg gefangen hatten. Sie benutzten ihn doch glatt als Federball. Er hatte Glück, dass er ihnen entkommen konnte, sag ich euch. Genug mit diesem Gerede. Taten! Er hat recht. Wir müssen Thor und Lisa retten. Und wie geht's weiter, Ma? Hört gut zu, Jungs. Ich stell euch mal auf die Probe. Worauf, Ma? Probe. Also angenommen, ich werde entführt. Was würdet ihr tun? Nein, nein, nein. Ihr würdet nach mir suchen. Oder etwa nicht? Ja? Also werden auch die anderen Zwerge kommen und nach den beiden suchen. Und dann schnappen wir sie uns. Jeden Einzelnen. Oh, Ma, du bist ja so klug. Ja. Also an die Arbeit, fangt an zu suchen. Da. Oh, oh je. Donnerwetter, das hätte ich mir gar nicht mehr zugetraut. Ich bin dich ja doch. Na warte, Kleiner. Oh weh. Sieh mal, was da kommt. Hier lang. Wir werden sie etwas verwirren. Oh, eine ganze Zwergenarmee. Oh. Oh, Thor, was werden Sie mit uns machen? Gar nichts. Kein Kobold wird mich hier drin gefangen halten. So, in einer Minute sind wir hier raus. Ha, und das, ha, und so, und das. Was bist du für ein blöder Kerl? Aber Ma, ich vernichte die ganze Zwergenarmee. Ach ja?
Du kannst ja nicht mal einen Zwerg von einem Pilz unterscheiden. Du machst einen Mist. Du lernst es nie, Grunz. Ich gehe zurück und sehe nach unseren Hausgästen. Was ist das? Das ist Ma! Hat sich aber verändert. Ach, Joe, nehmt diesen Kessel von meinem... Bin schon dabei, Ma! Warte, ich hab ne bessere Idee mit der Brechstange! Vorsichtig! Geht nicht. Vielleicht klappt es so. Warte einen Moment! Ein Moment! Ich hab gesagt, ihr sollt warten! Na, Mark, wie fühlst du dich? Fass mich nicht an! Was so weit geht, geht zu weit! Nicht nur, dass ihr keine Zwerge gefangen habt. Die zwei, die wir hatten, sind uns auch noch entwischt. Jetzt reicht's mir! Es gibt jetzt nur noch eins. Wir gehen aufs Ganze! Die gehen aufs Ganze? Komm, wir müssen die anderen warnen. Wir haben es versucht. Aber die Wälder sind voller Kobolde. Da sind wir! Oh, oh, Lisa, mein Mädchen! So, jetzt sind wir alle in Sicherheit. Nein, leider nicht. Die Kobolde geben nicht auf. Wir schweben in großer Gefahr. Oh nein! Also gut, die Kobolde lassen uns keine andere Wahl. Sie werden unser Zuhause zerstören und uns umbringen. Wir müssen uns verteidigen. Aber wie denn? Wir sind so klein. Vergiss nicht, Mutter. Wir haben schließlich genug Freunde im Wald. Sie werden uns helfen. Die Hirsche, die Wildschweine, die Vögel. Wir sind nicht allein. Denk daran. Linker Flügel bereit. Bereit. Rechter Flügel bereit. Bereit. Du, mach sie mal. Nein, nicht möglich. Die Zeit ist gekommen. Und vergesst nicht, wir stehen zusammen und wir haben die Macht des Waldes. Wir sind nicht zu besiegen. Achtung, Jungs! Jetzt bekommt ihr eure Chance, euch zu bewähren. Greift an! Dabei, dabei, Pistra, Pistra! Na, warte, gleich hab ich sie! Oh, Mama, Mama! Dafür komme ich extra aus Sibirien. Oh,
auch mit rein, Mann! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Sie sind wir haben es Ihnen gezeigt! Nicht so voreilig. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Wer weiß, was Sie noch alles vorhaben. Wir müssen aufmerksam bleiben. Das war ja furchtbar. Na, das war wohl nichts, Ma. Keine Sorge. Wir sind noch nicht besiegt. Greift euch jeder eine Fackel. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Wir werden ihn bald abbrennen mit allem, was da drinnen keucht und leuchtet. Thor, du weißt, was jetzt zu tun ist. Schneller, schneller! Ich schaffe es nicht allein. Ich muss ihnen helfen. Du ein Weg! Seine Tasche! Er war ein Held! Oh, sieh nur! Da. Was ist denn das? Und Thor! Lisa! Dafür komme ich 1000 Meilen! Ich kriege Kobold, ich kriege Felsbrocken, kriege Feuer und Überschwemmungen zu sehen! Du ertrinkst beinahe, kehr zurück! Das nenne ich eine Hochzeit feiern! In Sibirien haben wir nichts Ebenbürtiges! Ich kann nur eins sagen, die Hochzeit kann weitergehen! Ja! Jetzt herrscht Friede und Stille in der Dämmerung des Waldes. Nur das gelegentliche Glucksen der Eule durchbricht die Stille. Tief in ihren Erdhöhlen träumen die Kaninchen. Nicht mehr von Fallen und Schlingen. Jetzt, wo die unmittelbare Gefahr der Kobolde gebannt ist. Unsere Zwerge könnten jetzt feiern, aber sie kennen die Kobolde. Sie wissen, dass sie jederzeit wieder zurückkehren können. Aber abends am flackernden Feuer wird man noch lange über den Sieg über diese boshaften Kreaturen diskutieren und den kommenden Generationen von den Heldentaten zu berichten wissen. Nach langer Zeit des Sägens und Hämmerns sind die Reparaturarbeiten am Hochzeitspavillon endlich beendet. Die bunten Laternen sind aufgehängt und die Tische sind mit den köstlichsten Leckerbissen der Herbsternte beladen. Alles ist bereit für die Zeremonie, die Thor und Lisa vereinen soll. Vater übernimmt wieder die Trauung. Aber diesmal verzichtet er auf das traditionelle Lüften des Schleiers, aus Angst vor einer möglichen Überraschung. Die Hochzeitsfeier dauert bis zum nächsten Morgen. Nach viel Fröhlichkeit und Späßen verabschiedet sich das Hochzeitspaar und reitet auf dem Rücken eines Schwans in den morgendlichen Himmel. Die müden Gäste ziehen sich in den Wald zurück und suchen sich irgendwo einen gemütlichen Schlupfwinkel auf weichem Moos, um sich von den Strapazen der Nacht zu erholen. Aber nicht alle. Auf einer nahen Erhöhung steht ein Zwerg. Es ist Kostja. Er winkt noch zum Abschied. Dann ist er verschwunden. With you by my side, I'll never fear tomorrow. I'm so glad you're here.